guten Abend hier am Hauptbahnhof. Zunächst mal zum Thema Timo Kabel. Timo Kabel war immerhin sozusagen der Pate für diese tolle Flaggenaktion vom 3. Oktober, diese schönen Stuttgart 21 Hauptschildflaggen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich bedanken bei allen von Ihnen, die letzte Woche am 2. und am 3.10. Flagge gezeigt haben hier in der ganzen Stadt. Immerhin vielen Dank dafür. Wir haben nämlich mit dieser Aktion genau das geschafft, was wir wollten. In allen Medien waren wir präsent. In allen Medien wurde zwar über den Tag der Deutschen Einheit berichtet und gleichzeitig über die S21-Gegner, die präsent waren in der Stadt und die ihren Widerstand einfach nicht aufgeben wollen. Es gab dabei auch sehr unangenehme Erfahrungen, die ich selber erlebt habe, wie mir viel berichtet wurde, übelste Beschimpfungen, aber auch viele positive Gespräche und erstaunte Gesichter von den Gästen von nah und fern darüber, dass Stuttgart 21 einfach nicht vom Fleck kommt und eben nicht fast fertig gebaut ist. Über 20.000 Flyer haben sie verteilt. 500 gelbe Luftballons mit dem Ortsschild-Symbol wurden bei der Mahnwache ausgegeben. Der Widerstand war wirklich 2 Tage lang in der Stadt präsent. Meistens sehr angemessen, manchmal auch sehr eifrig. Die quadratischen Flyer, die wir produziert haben, mit dem Eselkarren drauf, eignen sich im Übrigen auch sehr gut, ihn an Passanten entlang der Montags-Demo-Züge zu verteilen. Ich wurde in den letzten Wochen und Monaten immer wieder von vielen von Ihnen gefragt und gebeten, dass es doch endlich mal so einen Flyer geben soll, den man entlang der Demozüge verteilen kann an Passanten, die eigentlich von Stuttgart 21 keine Ahnung haben, die völlig erstaunt sind, dass hier plötzlich ein Demozug an Ihnen vorbeikommt. Genau dieser Eselkarren-Flyer eignet sich dafür. Er ist kurz, er ist prägnant und er bringt das Thema Stuttgart 21 auf den Punkt, nämlich, dass es sich dabei um den größten Betrugsfall in der deutschen Industriegeschichte handelt. So viel Rückblick auf den Tag der Deutschen Einheit. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema der heutigen Demo, zum politischen Preis für Stuttgart 21. Wir sagen ja immer wieder Folgendes: Die Bewegung gegen S21 muss dafür sorgen, dass die S21-Betreiber den politischen Preis für ihr Festhalten am Tunnelwahnsinn bezahlen müssen und dass dieser politische Preis hoch sein muss. Doch dabei ist die Frage, was ist der politische Preis überhaupt? Grundsätzlich strebt ja jede Partei nach der Regierungsmacht. Das ist zunächst mal nicht verwerflich, sondern ganz natürlich in unserem parteipolitischen System, wo Mehrheiten entscheiden. Auch wir S21-Gegner hätten gerne in den Parlamenten die Mehrheit und damit die Macht, Stuttgart 21 zu stoppen. Diese politische Macht zu verlieren oder bei der nächsten Wahl nicht mehr gewählt zu werden, ist das, was Parteien und Politiker am meisten fürchten. Daher starren sie auch immer auf Meinungsumfragen und Sonntagsfragen. Die Angst der Politiker und der Parteistrategen, nicht mehr gewählt zu werden, steigert sich vor einer anstehenden Wahl ganz besonders. Und diese Angst ist für Politiker und Parteistrategen der Antrieb und die Motivation zu handeln. Und zwar so zu handeln, dass es dem Wähler vermeintlich gefällt. So, dass der Politiker in der Öffentlichkeit gut dasteht. Manchmal geht es dabei sehr schnell, die Gunst des Wählers zu verlieren. Das haben unter anderem die Grünen in letzter Zeit erfahren nach einer unglaublichen Wahlerfolgsserie hier im Südwesten. 2009 größte Fraktion im Gemeinderat, 2011 Landtagswahlen, 2012 die Oberbürgermeisterwahlen in Stuttgart und jetzt bei der Bundestagswahl ging es erstmals gründlich bergab.
wollen wir hier und heute unseren Beitrag leisten, um ein weiteres grünes Debakel bei den im Mai 2014 anstehenden Gemeinderats- und Regionalwahlen zu vermeiden. Denn ganz offensichtlich müssen wir manchen grünen Politikern noch einmal sagen, was Grüne oder aber auch was soziale und sozialdemokratische Politik mit Hinblick auf Stuttgart 21 bedeutet. Und genau das wollen wir hier und heute gerne tun. Und ermutigend ist aber immerhin, dass dies nicht für alle grünen Abgeordneten und Amtsträger gilt. Manche der grünen Politiker wissen durchaus, was ihre Wähler in Bezug auf Stuttgart 21 erwarten. Es gibt in allen Parlamenten und Institutionen nicht nur grüne Zauderer und Bedenkenträger, es gibt auch mutige Politiker, die weiterhin gegen Stuttgart 21 sind, die weiterhin in ihrer Fraktion den Mund aufmachen, die hier bei der Montagsdemo Stellung beziehen gegen den Tunnelwahnsinn. Nun stellt sich aber die Frage, wie geht es weiter nach der Bundestagswahl? Der eigentliche Druck scheint ja vorbei zu sein. Wie kommt jetzt der politische Preis ins Spiel? Hier gilt die alte Fußballerregel, etwas abgewandelt, die lautet, nach der Wahl ist vor der Wahl. Ich habe es gerade schon einmal angesprochen, am 25. Mai 2014 ist gleichzeitig Europawahl, Regionalwahl und Gemeinderatswahl in Stuttgart. Konzentrieren wir uns dabei einmal auf die Gemeinderatswahl. Hier im Stuttgarter Gemeinderat stellen die Grünen die größte und damit wichtigste Fraktion. Sie stellen sogar mehr Abgeordnete als die CDU. Außerdem stellen die Grünen den Oberbürgermeister, er ist Chef der Verwaltung. Wenn die Grünen bei der Gemeinderatswahl einen ähnlichen Absturz wie jetzt bei der Bundestagswahl vermeiden wollen, dann müssen sie die politische Macht nutzen, die sie in Händen halten. Also stellt sich die Frage, was können und was sollen die Grünen mit so viel politischer Macht hier in Stuttgart gegen Stuttgart 21 tun? Dazu haben wir 7 Vorschläge, die ich Ihnen und den grünen Gemeinderäten und Parteistrategen hier vorstellen will. Kopieren und nachmachen ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Den ersten Punkt führe ich Ihnen hier detaillierter aus. Die restlichen Punkte finden Sie auf den blauen Redetexten. Dort sind sie etwas detaillierter dargestellt. Die Redetexte finden Sie sowohl hinten beim Parkschützer-T-Shirt-Stand an der Bushaltestelle als auch bei der Mahnwache. Also, was können die Grünen mit so viel politischer Macht hier in Stuttgart tun? Erstens, den Rosensteinpark schützen! Der Schlossgarten wurde umsonst zerstört. Das darf sich beim Rosensteinpark nicht wiederholen. Die Bahn darf keinen weiteren Baum fällen, solange sie weder den Brandschutz noch die Gesamtfinanzierung geklärt hat. Das können und müssen die Grünen jetzt durchsetzen. Etwas konkreter. Die Grünen auf Stadt- und Landesebene müssen dazu die Ausnahmeregelung im Planfeststellungsbeschluss 1.5 anfechten. Dort steht nämlich auf Seite 346, für alle, die es genau mögen, gegenüber dieser überragenden Verkehrsbedeutung, also der von Stuttgart 21, haben die Schutzinteressen, die mit dem Landschaftsschutzgebiet verfolgt werden, zurückzutreten. Das steht im Planfeststellungsbeschluss für den Bereich Rosensteinpark. Wir wissen jedoch inzwischen, die Leistungslüge wurde von Dr. Christoph Engelhardt ausführlich bewiesen.
Diese Leistungslüge ist sowohl dem OB als auch der Landesregierung hinlänglich bekannt. Es besteht also keine überragende Verkehrsbedeutung im Vergleich zur Schutzbedürftigkeit dieses Parkes. Der Schutz des Rosensteinparks muss weiterhin oberste Priorität haben, liebe Grüne. Zu einem weiteren Punkt, wie der Rosensteinpark von den Grünen hier in Stuttgart geschützt werden kann. OB Kuhn und Ministerpräsident Kretschmann können als zwei von fünf Projektpartnern den Lenkungskreis als wichtigstes Entscheidungsgremium bei Stuttgart 21 einberufen. Das ist grundsätzlich so festgelegt. Zwei von fünf Projektpartnern können den Lenkungskreis jederzeit einberufen. Und zwar, um dort die Finanzierung und den Brandschutz zu klären. Letzte Woche haben wir gelesen in der Kontext, dass das neue Brandschutzkonzept erneut durchgefallen ist. Darüber muss man im Lenkungskreis sprechen und nicht über Bäume, die hier umsonst gefällt werden. Dies muss absolute Vorbedingung sein für alle weiteren Zugeständnisse, wie zum Beispiel irgendwelche Wohnungen im Rosensteinpark. So, das ist Punkt 1 von den 7 Punkten, was die Grünen tun können. Punkt 2, die Bedenken der städtischen Branddirektion beim Brandschutz von Stuttgart 21 ernst nehmen. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, letzte Woche in der Kontext. Die Branddirektion in Stuttgart hat auch für das erneute, überarbeitete Brandschutzkonzept erhebliche Bedenken. Und diese erheblichen Bedenken müssen Grüne, die jetzt an der Regierungsmacht sind, sich aneignen, übernehmen und im Lenkungskreis kritisieren, ansprechen und klären. Was die Grünen machen können. Bei der 7. Planänderung, da haben wir ja immer noch irgendwann mal eine weitere Erörterung vor uns. Bei dieser 7. Planänderung müssen Sie auf ein geotechnisches Gutachten für das Kernerviertel bestehen. Darauf, das fordert zumindest der grüne Umweltminister Untersteller und der Baubürgermeister Hahn schon seit über einem Jahr. Aber es wird offensichtlich nicht vehement genug gefordert. Die Bahn hat bislang trotz viele Anhörungstage kein solches geotechnisches Gutachten vorgelegt, das sozusagen untersuchen würde oder in dem drinstehen würde, wie gefährdet das Kernerviertel tatsächlich ist. Vierter Punkt. Stadt und Land dürfen kein weiteres Geld an die Bahn zahlen, solange Brandschutz und Finanzierung unklar sind. Punkt. Nummer 5 in der 7-punktigen Reihe. Stadt und Land müssen eine Feststellungsklage zu den Mehrkosten und zur Finanzierung einreichen, zur Mischfinanzierung. Wir haben es schon mehrfach gefordert, mehrfach angesprochen. Die einzige Antwort kam vom Verkehrsministerium, man würde eine Feststellungsklage prüfen. Das ist schon inzwischen schon mehrere Monate her. Wir wissen von den Juristen zu Stuttgart 21, dass ein solcher Schriftsatz für eine Feststellungsklage innerhalb von 3 Wochen zu erstellen wäre. Das kann jetzt und heute begonnen werden. Wir fordern es seit Monaten. Wir werden es auch die nächsten 7 Monate noch fordern, bis zur Gemeinderatswahl. Nummer 6, einen Bürgerentscheid unterstützen und nicht, wie OB Kuhn zuletzt, die Entscheidung über ein Bürgerbegehren von 2011 weiter hinauszögern und weiter in die juristische Loopingbahn schicken. Bürgerentscheid unterstützen, Nummer 6. Und schließlich, Nummer 7, kommen wir zum Kernerviertel und zum Kindesberg, zu all den Gebieten, die untertunnelt werden. Die Stadt muss die Hausbesitzer aufklären über die nachteiligen Untertunnelungsverträge, welche die Bahn den Hausbesitzern unterjubeln will. Auch hierzu haben wir schon bei den Montagsdemos viel gehört, sowohl von den Juristen als auch von den Netzwerken Kernerviertel und Killesberg, als auch von den Ingenieuren über diese Verträge, über diese Untertunnelungsverträge, die die Bahn den Eigentümern hinhält, wo die Bahn für wenige 1000 Euro
bis in alle Ewigkeiten über diese Grundstücke bestimmen will, da muss die Stadt ihre Bürger unterstützen und die Hauseigentümer aufklären und das nicht Bürgerinitiativen nur überlassen. In den nächsten 7 Monaten bis zur Gemeinderatswahl und bis zur Regionalwahl werden wir zusammen mit Ihnen immer wieder die Grünen im Gemeinderat befragen und bei Ihnen nachfragen, ob Sie die Hausaufgaben gemacht haben, ob Sie solche und diese hier genannten Hausaufgaben erledigt haben. Denn vor der Gemeinderatswahl in den nächsten 7 Monaten brauchen wir keine Wahlversprechen, sondern wir wollen Taten sehen, an denen wir die Politiker hier in der Region und in der Stadt messen können. Liebe grüne Gemeinderäte, handelt gegen Stuttgart 21, handelt zum Schutz der S-Bahn-Fahrer, zum Schutz der Alten und Behinderten, zum Schutz der Leipzig-Schwimmer, zum Schutz der Hausbesitzer, zum Schutz aller Stuttgarter Bürger. Handelt! Ob die Grünen oben bleiben, liegt in ihrer eigenen Hand. Wir, Stuttgart 21-Gegner, bleiben oben. Oben bleiben!